Ja, so schaut's aus. Ein Dorf wird Wirt. Eine Wirtschaft, die seit Jahren leer steht, soll wieder mit Leben gefüllt werden. Sowas geht natürlich nicht von heute auf morgen. Wolfgang Schneider hat es gerade gesagt. Da gehört viel Engagement dazu und sowas braucht Zeit. Und es braucht Menschen, die anpacken, die wirklich was bewegen wollen. Menschen wie die Altenauer. Stehen wir ganz, ganz kurz vor dem Ziel. Es gibt viele, die es wollen. Viele haben das Detailwissen noch nicht. Und das muss der Trumpf heute sein, dass das letzte Stück der Finanzierung zusammengeschafft wird. Alles, was wir umgepackt haben, hat man gemeinsam durchgeführt. Wenn es dies an der Bevölkerung scheitert, dann darf mich schon ein bisschen enttäuschen. Ja. Wenn es funktioniert, sind wir die Kings, wenn es in die Hosen geht. Haben wir es wenigstens versucht. Die, die Kings werden wollen, das sind die Altenauer. Oder genauer gesagt, eine kleine Gruppe von ihnen. Altenau ist ein 650-Seelendorf im oberbayerischen Voralpenland. Es gehört zur Gemeinde Saulgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Und eigentlich hat Altenau fast alles, was man von einem typisch bayerischen Dorf erwartet. Ländliche Idylle, Berge, Trachtenverein, Musikkapelle, eine funktionierende Dorfgemeinschaft. Doch wie viele bayerische Gemeinden hat Altenau ein großes Problem. Es fehlt die Wirtschaft. Und das schon seit über 10 Jahren, denn so lange steht das Gasthaus zur Post nun leer. Bei uns im Dorf ist das Dorfzentrum doch so, wie es eigentlich in einem bayerischen Dorf sein soll. Kirchen, Schule und Wirtshaus war da. Und Wirtshaus ist seit den letzten 10 Jahren abgegangen. Und das haben halt dann nicht mehr viele Orte, glaube ich. Das ist ein kompaktes Zentrum, wie wir da haben. Und das ist halt auch irgendwo ein Grund, warum ich mich da engagiere. Und das ist eigentlich schon lange mein Traum gewesen. Und jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben. Dann klären wir uns dahinter. Peter Urbin ist einer von 8 Altenauern, die nicht länger tatenlos zuschauen, sondern das Problem anpacken wollen. Die Post soll wieder mit neuem Leben gefüllt werden, so wie früher. Als das Wirtshaus 1954 gebaut wurde, pulsierte hier das Dorfleben. Es gab Stammtische, Theateraufführungen, legendäre Faschingsbälle und den traditionellen Frühschoppen am Sonntag nach der Kirche. Auch die Touristen kamen. In Spitzenzeiten gingen hier am Tag 400 Essen raus. Ende der 70er Jahre wurde das Gasthaus dann erstmals verpachtet. Und danach ging es bergab mit der Qualität. Der Fremdenverkehr blieb aus und auch die Altenauer gingen nicht mehr in ihr Wirtshaus. Und so wurde vor 10 Jahren die Post geschlossen. Doch jetzt soll es einen Neuanfang geben. Und dazu will auch Hans Niklas seinen Teil beitragen. Ja, da sind wir schon dreireihig um den Stammtisch rumgeguckt. Vor allem Montagnachmittag, wenn Musik gespielt hat, was zusammengegangen ist, gesungen worden ist. Und hoffentlich wird es ja wieder so. Ob es wieder so wird, das hängt von den Altenauern ab. Eigentlich ist der Plan der kleinen Gruppe rund um Peter Urbin und Hans Niklas ganz einfach. Nicht irgendwer, sondern die Altenauer sollen das Gasthaus gemeinschaftlich kaufen, sanieren und zum neuen gastronomischen Dorfzentrum machen. Jetzt müssen die Altenauer nur noch von dieser Idee erfahren und begeistert werden. Und darum ist die Bevölkerung zu einer Versammlung im Feuerwehrhaus eingeladen. Dass möglichst viele aus dem Dorf kommen und bei dem Projekt mitmachen werden, das hofft auch Robert Zukup. Ich identifiziere mich mit dem Dorf zu 100%, einfach weil der Zusammenhalt da ist, weil es meine Heimat ist und letztendlich ja, der Mittelpunkt mit meiner Familie des Lebens ist. Und ohne Wirtschaft ist eben ein Stück dieser Tradition verloren gegangen. Dieser Zusammenhalt leidet darunter. Und das ist einfach ein notwendiges Puzzle in dieser starken Dorfgemeinschaft. Doch ausgerechnet bei dem wichtigen Termin fehlt einer, der von Anfang an dabei war. Thomas Bader ist mit dem Finger in die Fräse gekommen und liegt in der Murnauer Unfallklinik.
einfach richtig scheiße, dass ich einfach jetzt nicht mithelfen kann, wo es in die Phase geht, wo wir eigentlich die Leute brauchen. Aber ich hoffe, dass ich bald wieder fit bin. Und wenn es dann zum Bauen losgeht, dann bin ich schon wieder fit, wo man dann zulangen muss. Der Forstwirtschaftsmeister ist einer der Hauptinitiatoren des Projekts Ein Dorf wird Wirt. Ein halbes Jahr Arbeit hat er schon hineingesteckt. Das Projekt ist für mich wichtig, weil wir in Altenau eigentlich eine Wirtschaft brauchen. Und ich sehe es einfach so, dass es für die jungen Leute einfach schade ist, dass keine Wirtschaft nicht mehr da ist. Die haben keine Möglichkeit nicht mehr, sie mit Aldi einmal an einem Stammtisch zu sitzen, vielleicht einmal bloß aufzuhören, was die Alten für Geschichten erzählen, zum haben oder für. Wir sind halt so aufgewachsen. Und mir tut für die Jungen richtig leid eigentlich, dass die das nicht erleben können, was wir erlebt haben. Während Thomas Bader zum Herumsitzen im Krankenhaus verurteilt ist, ist der große Moment in seinem Heimatdorf gekommen. Das Feuerwehrhaus in Altenau füllt sich. Rund 200 Bürger hat die Neugier hergetrieben. Weit mehr als erhofft. Ich darf euch im Namen unserer Projektgruppe recht herzlich begrüßen zum Thema Dorfwirtschaft unter dem Motto: Ein Wirt wird Wirt. Nein, Dorf. Jetzt kommt es darauf an, die Dörfler dafür zu begeistern, gemeinsam das Wirtshaus zu kaufen und zu sanieren. Sie müssen 530.000 Euro zusammenbringen. Wir haben 435.000 Euro, uns gingen noch 95.000 Euro. Wenn uns gelingt, das an Beteiligungen zu generieren, heute und in den nächsten 10 Tagen, dann haben wir für die nächsten 30 Jahre eine Wirtschaft in Altenau. Wir haben eine Wirtschaft, die wir uns selber bauen können, die wir nach unseren Vorstellungen gestalten können und die eins zu eins in unser Ortszentrum passt. Bitte Hand auf. Ob es klappen wird mit der Dorfwirtschaft und den restlichen 95.000 Euro, das liegt nun ganz bei den Altenauern. Ja, ob es klappen wird, erfahren wir auch jetzt, weil beide Hauptmitinitiatoren sind bei mir der Robert Zukup und der Thomas Bader. Servus nochmal beieinander. Herr Bader, die erste Frage, die mich interessiert, wie geht's am Finger? Passt's wieder? Das passt schon wieder einigermaßen. Man hat richtig gemerkt, wie es in der wehtan hat, aber nicht, weil der Finger so wehtut, weil sie so gern dabei gewesen waren, gell? Ich war schon gern bei dieser Gründungsversammlung dabei gewesen, weil es halt einfach so ist, wenn man schon ein halbes Jahr Arbeit investiert und sich eigentlich auf diesen Termin schon vorbereitet und kurz vorher passiert sowas, ist das immer nicht so eine schöne Sache. Aber jetzt sind sie fit, weil ihr zwei spielt ja mit einer Hauptrolle, oder, in der ganzen Geschichte? Ja, wir sind mittlerweile eine Projektgruppe von 8 Personen, die wirklich permanent daran arbeiten. Der Gedanke ist bei uns schon vor einigen Jahren gereift. Und wie gesagt, wir sind im August noch mal angegangen und waren aber dann sehr schnell diese Projektgruppe mit den 8 Personen. Und da wird sehr zielstrebig gearbeitet. Aber es sind ganz neue Aufgaben, geht die auf einen zukommen. Plötzlich steht man vor dieser Versammlung, da ist ein Drittel vom Ort, also 600 Leute habt ihr in Altenau, 200 waren bei der Gründungsversammlung. Hättest du nicht gedacht, oder, dass so viele kommen? Also wir haben mit 100 Leuten gerechnet, wir haben gesagt, wenn es gut geht, kommen 100 Leute. Ja. Und mit über 200 Leuten, das war genial. Und da steht man da vorne und auf einmal fällt einem der Titel gar nicht mehr ein, gell? Ein Wirt wird Wirt. Ah, doch. Am Anfang braucht man einen Brüller. Extrem sympathisch, der war absichtlich einbaut. Ja, fast. Es stand jetzt diese Summe im Raum mit den 95.000 Euro, die noch fehlen. Das ist natürlich schon ein Haufen Holz. Und ihr habt es eingesammelt und dann gab es, ich glaube, am Faschingsdienstag war das, quasi die große Verkündungsveranstaltung, also, ob es jetzt funktioniert hat oder nicht. Wir waren auch dabei und haben uns das mal angeschaut, was im Moment wirkt wie ein lustiges Faschingszusammensein, hatte doch einen sehr ernsten Hintergrund. Schauen wir mal kurz rein. Ihr könnt uns ein bisschen erzählen, was da los war. Also musst du mehr. Ja, also wir haben den 10. Februar, das war der Faschingssonntag, ausgelobt als letzten Tag für Absichtserklärungen. Ja. Und haben also diese 95.000 locker geschafft und haben uns dann spontan entschieden, es war am Rosenmontag, dass wir einen kleinen Umtrunk machen und letztendlich die Bevölkerung einladen und zwar das Ergebnis bekannt geben. Mhm. Das ist nicht unser zukünftiger Koch, das ist der Peter Urbin. Ja, das ist ein Bild, ganz nett, von Thomas seiner Hochzeit.
wurde im Gasthof zur Post gefeiert. Ja, und wie gesagt, da war die Bevölkerung eingeladen. Es waren ca. wieder 130 Leute da, ganz spontan. Es hat geschneit. Ein Sauwetter hat es gehabt, gell? Aber man sieht, dass trotz des Wetters die Leute kommen. Und das zeigt ja schon, was da auch für ein Ding dahinter steckt, für ein Zuspruch von der Bevölkerung dahinter steckt. Also die 95.000 habt ihr locker geschafft, um das Ergebnis nochmal zusammenzufassen. Genau. Und darauf sind wir sehr stolz auf unsere Dorfgemeinschaft, wirklich. Das heißt, das war wirklich dann auch der Startschuss. In dem Moment war klar, wir machen das. Was war bei euch gefühlsmäßig los in euch selber? Was ist da passiert? Er lacht schon. Ja, das ist überwältigend gewesen. Also erstens schon der Zuspruch von den Haufen Leute, die an der Versammlung da waren. Und dann, dass man das Geld, was uns schon bewegt hat, ob wir es schaffen oder nicht, dass das dann wirklich zustande gekommen ist, das ist schon, also da könnte man einen Luftsprung machen. Das ist so. Gut, dass man keinen Finger dazu braucht. Zum Bei Erna das Gleiche, oder? Ja, das waren also wirklich ganz tolle Momente. Also, es sind die Leute, es lag ein Wochenende dazwischen, am Samstag in der Früh um 8:30 die ersten gekommen, haben ihre Absichtserklärungen abgegeben. Das war also permanent ein Aus und Ein. Ich bin dann gegen Mittag einmal nochmal in den Supermarkt gefahren und habe mir einen Schnaps geholt. So viel Schnaps haben meine Frau und ich, glaube ich, selten am Samstag getrunken. Das waren wirklich ganz tolle Erlebnisse. Ja. Tolle Erlebnisse. Es waren auch Leute da, die gesagt haben, Mensch, unsere Tochter, unser Sohn hat gerade Bau, das ist gar nicht ganz einfach. Wenn es das nicht zusammenbringt, dann ruft es an, dann helfen wir. Momentan ist es schwierig, vielleicht in 1, 2 Jahren. Also es waren sehr bewegende Momente dabei. War toll. Und nur damit wir es uns mal vorstellen können, also die Leute sind jetzt nicht hinkommen und haben euch die Tausender im Kuvert rübergeschoben, sondern da geht es um Genossenschaftsanteile, die gezeichnet werden, oder? Also wie gesagt, wir haben jetzt Absichtserklärungen von der Bevölkerung. Wir wollen am nächsten Donnerstag, am 11., die erste Genossenschaft gründen. Da geht es dann zur Sache. Da letztendlich wird die Satzung vorgestellt. Die Satzung muss beschlossen werden und dann muss auf der Satzung unterschrieben werden. Und dann bedeutet das auch, dass letztendlich aus einer Absichtserklärung auch eine Zahlungsverpflichtung wird. Der Wolfgang Schneider hat vorhin auch gesagt, also es hängt richtig viel Arbeit dran an dieser ganzen Geschichte. Jetzt gilt es natürlich auch für euch. Was sagt denn die Familie? Weil die wissen auch, dass ihr jetzt noch weniger Zeit habt. Das ist auch schon wieder das wissende Lächeln. Also das ist schon Thema, oder? Das ist natürlich Thema. Also wir sind schon froh, sein, dass wir solche Frauen hinter uns haben, die wohl zu diesem Projekt auch dazustehen. Weil sonst würde das nicht funktionieren. Also es leidet natürlich die Familie darunter, weil wir ja schon relativ früh unterwegs sind, gerade mit dieser Geschichte. Mir zwar ja schon seit August eigentlich jetzt halt immer wieder und oft 2-3 Mal in der Woche auf Nacht etliche Stunden dann beieinander hocken. Aber es sind jetzt nicht bloß mir zwei, sondern es ist mittlerweile diese ganze Projektgruppe von denen 8 Leute, wo sie viel engagieren. Und durch das wird es für uns zwar ein bisschen leichter jetzt. Und am Anfang war es noch Sache. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die singen, dass es einen Erfolg bringt, dass man es dann auch leichter verzeiht, wenn ihr wirklich sehr aktiv seid. Wahrscheinlich heute ganz Altenau vom Fernseher. Kann das sein heute Nachmittag? Wir hoffen es. Habt's kein Public Viewing? Ja, man trifft sie in einzelnen Wohnzimmern, glaube ich, da konzentriert sich das. Also an der Stelle nochmal herzliche Grüße nach Altenau. Jetzt darf es mich noch interessieren, wir haben von viel Zuspruch gesprochen. Gab es jetzt auch echte Zweifler, die da gestanden sind und gesagt haben, was macht ihr da eigentlich für einen Schmarrn? Was spinnt ihr mit dem Projekt? Ja, also gerade vor der Informationsveranstaltung am 30.01. gab es sicherlich sehr kritische Stimmen. Wie soll denn das gehen? Wir waren uns eigentlich relativ sicher, dass das Konzept gut ist. Und diese Resonanz zeigt uns, dass das Konzept wirklich durchdacht ist und dass wir auch den einen oder anderen Glücksfall dabei haben, der uns das ein Stück weit erleichtert hat. Aber wie gesagt, die Zweifler sind ein Stück weit ja eigentlich verstummt oder ins Positive gekehrt. Letztendlich eine Frage bleibt, und das ist ganz wichtig, wird das zu sanieren, Wirtshaus wieder ins Leben zu rufen, das ist schneller mal gemacht. Schneller mal gemacht ist es auch nicht, aber letztendlich ist die Nachhaltigkeit wichtig. Und ja, da spielt der Wirt eine Rolle.
Das ist die entscheidende. Darauf werden wir gleich noch kommen, was alles an Problemen auf euch zukommen kann, worauf es jetzt wirklich ankommt. Darüber sprechen wir gleich in ein paar Minuten noch. Für Sie, liebe Zuschauer, noch mal wichtig zu wissen, wir haben alle Infos zur Altenauer Wirtshausrettung natürlich auch für Sie zusammengestellt auf einer Internetseite. Da können Sie gerne mal draufklicken, br.de/eindorfwirtwirt. Und da gibt es auch zum Beispiel eine ganz tolle Geschichte. Sie können virtuell mal einen Rundgang durch die alte Post machen. Also Post hieß das Wirtshaus früher, bevor es vor 10 Jahren geschlossen wurde. Und da sich den Ist-Zustand jetzt mal anschauen. Also man merkt schon, wenn man sich da durchklickt und da mal durchwandert, da steckt noch einiges an Arbeit drin, die die Altenauer natürlich verrichten müssen. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. www.br.de/eindorfwirtwirt. Und was wird jetzt? Jetzt wird's ernst für Sie.